habe eine Tante, die wohnt in Neusiedstein. Und weil ich sie so gern hab, lud ich nach Wien sie ein. Darauf hab ich gefragt, wie gleich, ist da nicht schöner wie bei euch? Sie sagte, es ist dasselbe, der Unterschied ist bloß, bei uns da ist der Dalles klein, bei euch da ist er groß. Meine Tante, die Frau Blau, sieh doch diese gescheite Frau. Die Tante ging spazieren, hier auf der Straße heut. Da kam ein alter Bettler und klagte ihr sein Leid. Ach Gott, sagt er, wie wär das nett, wenn ich a gute Stund mal hätt. Darauf sagt gleich die Tante, sie sind doch ganz gesund. Gehen sie von da nach Hitzing, haben sie gleich a gute Stund. Meine Tante, die Frau Blau, sieh doch diese gescheite Frau. Die Tante schaut sich die Stadt an und wird dabei der müd. An einer Straßenecke sie ein Autotaxi sieht. Was kostet die Stunde, fragt sie, mein Herr. 10 Schilling, sagt gleich der Chauffeur. Ich danke, sagt sie höflich, ich hab nur wollen sehen, was ich erspar, wenn ich zu Fuß von da nach Haus wär gehen. Meine Tante, die Frau Blau, sie da diese gescheite Frau. Die Tante wollt besuchen, das Opernhaus da hier. Ich bitt, was kostet ein Stehplatz, so fragt sie den Kassier. Ein Stehplatz kostet ganz genau 2 Schilling, sagt der liebe Frau. Das ist mir viel zu teuer, sagt sie drauf voll Verdruss. Ich zahl ihnen die Hälfte und ich steh nur auf ein Fuß. Meine Tante, die Frau Blau, sieh doch diese gescheite Frau. Die Tante sagt vor der Reise am Bahnhof zu ihrem Mann, ich werde dir gleich schreiben, wie ich in Wien komm an. Dass unser Spar das Porto wird, schick ich den Brief dir umfrankiert. Du brauchst ihn nicht annehmen, das hätt auch keinen Sinn. Doch wissen wirst du trotzdem, dass ich angekommen bin. Meine Tante, die Frau Blau, sieh, das ist eine gescheite Frau.